Sieger, MVP des Turniers. Und dass er Lust hat auf Handball, das hat er nicht nur bei Olympia unter Beweis gestellt, sondern das zeigt er auch im SO Tech Cup. Denn ja, gerade mal 2 Wochen ist das Finale her und er steht schon wieder im grünen Trikot auf der Platte hier mit der 19. Kam ja gerade am Mittwoch erst zurück ins Training und heute direkt in der Startformation. Also die Füchse aus Berlin in den grünen Trikots, zunächst in der Defensive. Auf der anderen Seite Vesprem also in den weißen Trikots. Mit Ludovic Fabregas am Kreis, dem Spanier mit so viel Power auch aus dem Rückraum. Also wir können uns sehr auf diese Mannschaft freuen. Aber erster Ballgewinn, Füchse Berlin. Und es geht schnell nach vorne. 1-0 Führung für die Berliner. Sergej Kosorotow, um das vielleicht kurz noch ein bisschen durchzugehen, im linken Rückraum bei den Ungarn. Und hier hat es das erste Mal gekracht am Kreis. Und schön, dass auch die jungen Fans mit dabei sind. Agustin Casado auf der Mitteposition. Hier sehen wir es mal, da wird schon ordentlich zugepackt von Anfang an. Auch im ersten Spiel zwischen Kiel und Nord war es durchaus zwischenzeitlich schön hart geführt. Es gibt auch die erste 2 Minuten Zeitstrafe der Partie gegen die Füchse. Hugo Descartes haben wir hier auf links außen, den Franzosen, den Olympiasieger von 2021. Im Kasten mit Rodrigo Corrales und Mieke Jensen bei Vesprem auch Hochkaräter zu finden. Also das ist wirklich eine Mannschaft, wenn man da einfach mal von oben bis unten durchgeht. Das ist absolute Weltklasse, die wir da sehen. Für die Füchse Berlin ein großer Härtetest, aber sie haben hinten drin Dejan Milosavljeve. Die Füchse. Letzte Saison 30% gehaltene Bälle in der Handball-Bundesliga. Das waren die besten Werte im deutschen Oberhaus. Hier sehen wir es nochmal. Ja, toller Pass auf Fabregas. Aber Milosavljev mit der Parade. Und dann geht's schnell für die Füchse nach vorne. Mit Hakung West Aftejum, dem 22-Jährigen auf Rechtsaußen. Von den Färöerinseln seit 2023 bei den Füchsen Berlin. Erster Treffer für Vesprem. Lassen den Ball laufen bis zu Hugo Descartes. Der Europameister von 2024, der 32-Jährige mit dem Treffer. Sehr ganz interessant bei Vesprem. Man hat ja in der Sommerpause kaum irgendwas am Kader verändert. Man hat nominell nur einen einzigen Neuzugang mit Nikola Grahovac. Der kam aus der Bundesliga von Balingen-Waldstätten. Ansonsten ist der Kader nahezu unverändert. Haben mit Kenta Mahé natürlich einen starken Abgang, der zum VfL Gummersbach gewechselt ist. Aber ansonsten hat man nichts verändert, außer auf der Trainerposition. Uff. Da gibt es den Treffer auf die 12 von Rodrigo Corrales. Lasse Andersson, auch er natürlich noch als Olympiasieger hier gerade geehrt worden, genauso wie auch Matthias Gitzel. Also auch da gab es keine Pause, weil Lasse Andersson nur als Backup in Paris mit dabei war. Da haben wir ihn. Die dänische Flügelzange Gitzel Andersson. Erster gehaltener Siebener. Rodrigo Corrales. Der Spanier. Ah, gut den Ball laufen lassen, aber Milosavljev. Wow, ist der von Anfang an hier auf Betriebstemperatur. Der weiß nicht, wo der Ball ist. Ich verrate es hier nicht im Tor, sondern dahinter. Na, stark, wie er in diese Partie startet.
sondern guck mal auf die Füchse. Mit Nils Lichtlein im Rückraum, mit Gitzer, den wir schon angesprochen haben, mit Lasse Andersson. Und Lichtlein. Setzt sich da schön durch, im 1 gegen 1. So explosiv, der Youngster. Das ist ja auch das, was die Füchse auszeichnet, dass sie jungen Spielern so viel Einsatzzeit, so viel Vertrauen schenken und dass sich das auszahlt, das haben wir in der Vorsaison gesehen. Waren ja lange Zeit im Meisterschaftskampf mittendrin. Und als Vizemeister haben sie ganz, ganz große Akzente gesetzt. Na, Block stand eigentlich, Mitosaviev spekuliert aufs Blockeck. Zweiter Treffer für die Ungarn. So, kurzer Kader-Update vielleicht auch. Max Dari ist nicht mit dabei bei den Füchsen. Man hat hier nochmal ein bisschen Pause ihm gegönnt. Olympiaschonung nennen wir es mal vorsichtig für den Schweden. Und auch Neuzugang Lukas Herburger ist nicht mit dabei. Hat noch ein bisschen muskuläre Probleme und da liegt der Fokus klar auf der Saison. Da soll er fit sein. Für die Füchse geht es ja nächste Woche schon los mit dem Supercup. Und dementsprechend gönnt man da noch mal ein bisschen Pause. Anders sieht es bei Paul Drucks aus. Da ist ja noch ein Fragezeichen dahinter, wie lange das noch dauern wird, bis er wieder eingreifen kann. Soll ja bald einen Belastungstest haben. Dann werden wir mal gucken, was macht das Knie. Da drücken wir natürlich alle Daumen, dass da soweit alles in Ordnung ist. Wäre natürlich schon ein Verlust, wenn er längere Zeit ausfallen würde bei den Füchsen. So, 4-2-Führung für Berlin. Kommen ja gut rein in die Partie gegen Veszprém, die ja bezeichnenderweise auch gleich der Auftaktgegner im ersten Champions-League-Spiel dann sind. Ah, auch Block steht prinzipiell, trotzdem kommt der Ball aus Blockeck. Anschlusstreffer durch Veszprém. Also das Duell zwischen Berlin und Veszprém, das gab es schon mal. 2015 war das der Fall im Superglobe. Nach Verlängerung haben da die Berliner mit 28 zu 27 gewonnen. Das ist aber natürlich schon eine Weile her. Hat sich viel getan auf beiden Seiten seitdem. Morales. Stark im 1 gegen 1. Lukas Sandell, der Schwede. Europameister 2022. Ah, schwieriger Winkel hier auf links außen. Was ich vorhin gesagt hatte, man hat kaum was am Kader verändert. Man hat aber natürlich auf einer entscheidenden Position was verändert bei Veszprém. Denn man hat einen neuen Cheftrainer seit dieser Saison. Javi Pascual. Den Spanier, 56 Jahre alt. Bukarest und Rumänien hat er trainiert zuletzt. Der hat Momir Ilic. Und hier geht Veszprém gerade in Führung mit 5:4. Durch Nikita Wailupau. Seit 2022 bei Veszprém. Also da hat man reagiert, war schon 12 Jahre lang mal der Trainer vom FC Barcelona, dreimal Champions League-Sieger. Also ein unglaublich erfahrener, arrivierter Trainer. Als Spieler hat er selbst mal den Europapokal der Landesmeister gewonnen, also den Vorgänger der Champions League. Bei Veszprém will man natürlich endlich mal auch auf internationalem Niveau einen Titel feiern. Viermal stand man im Champions League-Finale, der Titel alleine. Er fehlt noch.
das machen sie stark. Links den Druck erhöhen, immer wieder zwei Abwehrspieler binden. Dadurch haben sie dann irgendwann die Überzahl auf der rechten Seite, die Ungarn. Und so führt Westbam jetzt mit 6:4. Haben wir nochmal das Foul gesehen, warum der Treffer da nicht gezählt hat. Ah, schön abgeräumt wieder. Anschluss durch die Berliner. Sie bringen den Ball immer weiter. Die Berliner ticken zu spät dran, können das Stoppfoul da nicht durchführen. Und dadurch kommen dann diese freien Würfe zustande. Matthias Gitzel. Er ist und bleibt ein absolutes Phänomen. Von Müdigkeit ist gar nichts zu spüren. Klitzekleine Auszeit gab es nach Olympia. Und Achtung jetzt hier im Gegenstoß. Matthias Gitzel, Ausgleich. Hat er gerade erst den Rekord bei Olympia mit 62 Toren aufgestellt. War dreimal in Folge jetzt bei Großturnieren Torschützenkönig. Es ist unglaublich, was dieser Mann an Duracell-Batterien in den Füßen und in den Armen stecken hat. Der ist nicht müde zu kriegen. So, und natürlich mehr Sport auch am morgigen Sonntag mit dem Supercup der Frauen Bayern München gegen den VfL Wolfsburg ab 18.10 Uhr live hier auf Sport 1. Casado. Also Rottow, ja, viel Bewegung, viel Kreuzbewegungen, auch durchaus ein Stückchen entfernt von der Abwehr, gut reagiert von Gitzel. Wow, 8-7 Führung, Matthias Gitzel, der Welthandballer des Jahres 2023. Auch hier wieder Abwehr steht und sie nutzen sofort ihr Tempo aus, wollte ich sagen, aber dann brechen sie doch nochmal ab. Na gut spekuliert hier von Matthias Gitzel. Und hier ist Lichtlein wieder auf der Mitte. Hat ja auch diesen Sommer ganz viele extra Trainingseinheiten geschoben. War nicht zufrieden mit seiner Wurfeffektivität der Vorsaison. Gitze, ja, keiner kommt auf ihn raus. Freunde, so stoppt ihr ihn nie. Wow. Nächster Treffer für den Olympiasieger. Na, Abwehr steht jetzt gut bei den Füchsen. Da können noch so viele Kreuzbewegungen kommen. Irgendwo steht dann doch wieder einer im grünen Trikot dazwischen. Und Fabi Wied jetzt mit dabei, mit der Nummer 3. Gitzel kriegt eine Pause. Mihailo Masinic jetzt am Kreis bei den Füchsen mit dabei. Ballverlust. Milosaviev.
Ja, das Spannende bei ihm da hinten im Kasten ist ja tatsächlich, dass er auch immer lange wartet und dann explosiv irgendwie die Ecke zumacht. Wo er riecht, dass der Ball hingeht, wo er sieht, Arm der Schiedsrichter geht hoch, 4 Pässe. Wo ist der Ball? Der ist mal kurz unter das Hallendach geflogen. Am Wurf musste kommen. Passives Spiel, hat gedroht. Andersson. Ah, war vielleicht ein bisschen kompliziert von Lasse Andersson. Hier Eldara jetzt bei den Ungarn mit dabei, hier mit der 39. Der Ägypter, der auch schon seit 2022 das Trikot von West Ham trägt. Amen. Schneller Wurf, schnell abgezogen. Und da haben wir mal den spanischen Trainer in Action gesehen, Javier Pascual. Ist natürlich auch interessant, jetzt hier schnell sein Spielsystem zu etablieren. Das wird die große Aufgabe sein. Da sind natürlich solche Härtetests, solche Spiele wie heute gegen die Füchse Gold wert. Bisschen weit weg, Block stand gut. Corrales konnte sich dann voll auf sein Torwart-Eck konzentrieren. Oh, schöner No-Look-Pass. Also das ist bis hierhin ein richtig schönes Handballspiel auf sehr anständigem, sehr hohem Niveau. Aber war irgendwie abzusehen bei diesen beiden Teams. Da sehen wir mal den Trainer der Füchse, Jaron Siebert. Seit 2020 ist er der Trainer in Berlin. Hat sich ja schon mit jungen Jahren, Anfang 20, entschieden, den Handball im aktiven Sinne an den Nagel zu hängen und sich voll und ganz auf seine Trainerkarriere zu konzentrieren. Und er schafft es hier, mit den jungen Spielern erfolgreich zu sein. Nils Richtlein. Nächste Parade, Ball ist aber trotzdem bei Ungarn. So, Nedim Remedi haben jetzt mit dabei. Olympiasieger von 2021. Europameister 2024, war auch MVP der Europameisterschaft Anfang des Jahres in Deutschland. Jakima Edison, der Isländer, der ja auch schon 4 Jahre für die Füchse gespielt hat, in Lemgo gespielt hat, in Eisenach gespielt hat, hier mit der 21 auf links außen. Dragan Pechmalbec am Kreis. Der Franzose mit serbischen Wurzeln. Und auf der anderen Seite Corrales. So, durch den Kreis gelaufen. Ballbesitz. Füchse. Aber natürlich muss der dann von innerhalb des 6-Meter-Kreises ausgeführt werden. Auszeit genommen, die Füchse Berlin. Wir machen eine kurze Pause und sind gleich zurück in der OWL Arena. Wir bei Braun haben den Anspruch, die besten Rasierer zu entwickeln, die jede Bartlänge mit Präzision meistern. Egal ob 1, 3 oder 7 Tage Bart, sowie der Braun Series 9 Pro, Testsieger bei Stiftung Warentest. Und den Braun Series 9 Pro Plus, jetzt mit 5 Jahren Garantie. Nur für kurze Zeit. Sichere dir jetzt einen Gratis-Scherkopf. Fast so schnell erfährst du mit mirkaufendeinauto.de den Preis für dein Auto. Ich zeig's dir. Ralf Schumacher? Du willst wissen, wie viel dein Auto wert ist? Ja klar! Auf mirkaufendeinauto.de erhältst du den besten Verkaufspreis. Schnell und einfach online. Meine Empfehlung, hol dir jetzt deinen Preis auf mirkaufendeinauto.de.
Jetzt Lebenslauf erstellen auf StepStone. So, zurück in der OWL Arena und wir haben ja was Großes vor. Ab dem 16. September hier auf Sport 1 mit Exathlon Germany. Da geht's für einige Sportler so richtig zur Sache, und zwar in der Dominikanischen Republik. Ist eine Mischung aus Sport und Reality. Da gerne mal reingucken. Montag bis Freitag, 20.15 Uhr. So, die ersten 16,5 Minuten sind gespielt. Und eine Frage, die wir im Vorfeld natürlich hatten, die können wir jetzt auch beantworten. Und zwar, ob Max Benecke spielen kann. Wir haben es gerade in der Auszeit von Jaron Siebert gehört, dass der definitiv dann auch demnächst mal kommen soll. Da gab es ja auch noch ein kleines Fragezeichen nach einer Knieverletzung. Aber so wie es aussieht, wird er hier auch zum Einsatz kommen können. Wir haben jetzt auf jeden Fall im linken Rückraum Mathis Langhoff, den 22-Jährigen. Da wurde es dann schon mal ein bisschen ruppiger langsam. Also man sieht, hier geht es zur Sache. Da will schon mal jeder seinen Claim abstecken. Aber das ist eine gesunde Härte, die braucht es im Handball natürlich auch. Auf Tejum. Erste mit dem Einlauf, dann geht er wieder raus. Gitzel scheitert am Kasten. 10 zu 10. Mikko Savljev. Nächste Parade für den Schlussmann der Füchse. Steuert auf die 40% zu, was die Quote der gehaltenen Bälle angeht. Das ist beeindruckend. Und da haben wir mal gesehen, der bleibt ganz cool stehen. Minimale Bewegungen. Hier aber der Treffer von Vesprim. Nedim Remeli. Wieder. Aber auch Corrales ist absolut auf der Höhe. Und wieder Remeli. Remeli auch mit einem ganz hohen Handball-IQ ausgestattet. Hier der Spieler mit der 29. Kann ja genauso gut auch auf Rückraum-Mitte spielen. Haben wir in der Nationalmannschaft oft gesehen. Ah, Ballverlust. Achtung! Jetzt kann Vesprim auf 3 Tore davonziehen. Jakima Edison. Ganz frech versucht das. Aber nicht mit Mino Savijev. Hier nochmal der Heber. Na, aber das ist natürlich auch der Vorteil, wenn du so ruhig da hinten drin stehst im Kasten, dann hast du natürlich auch die Chance, dann nochmal auf sowas zu reagieren. Wenn du da dann schon springst, irgendwas Wildes machst, dann wird's schwierig. Oh, jetzt ist es ganz schön eng da drüben. Und Vesprim zieht so ein bisschen davon. Aus 10-9 Führung wird ein 10-13 Rückstand.
hat es mal erfolgreich. Wassermann mit der 29. Jetzt mit dabei auch ein junger Spieler, der hier, wenn ich es richtig sehe, glaube ich, das Trikot hat, wo eigentlich Lukas Herburger draufsteht. Aber der ist nicht mit dabei. Aber das war im Vorfeld klar, dass Herburger, wie gesagt, nicht mit nach Halle-Westfalen reist. Und somit dann eben Moritz Wassermann mit dabei ist. Aber das ist ja schon seit Jahren die große Stärke der Füchse, dass sie da auf einen großen Schatz an jungen Spielern immer wieder zurückgreifen können, die sie natürlich aber auch einsetzen. Und das ist ja dann am Ende das Entscheidende. Nicht nur, dass du sie hast und dann irgendwie in zweiten Mannschaften und Co. verhungern lässt, sondern dass du sie auch wirklich dann mit Minuten belohnst und daraus auch deine Identität letztlich generierst. Und das schaffen die Füchse gerade per excellence über die letzten Jahre hinweg. Haben damit natürlich Bob Hanning, Stefan Kretschmer auch zwei, die Macher des Erfolgs sind, die darauf auch ganz viel Wert legen und das ja vorangetrieben haben, auch über so viele Jahre hinweg mit der Kooperation mit Potsdam, die jetzt aufgestiegen sind in die erste Liga. Das ganze Konzept geht da maximal auf. Oh, klasse reingespielt hier. Und wieder Milosavljev gegen Ludovic Fabregas. Den dreifachen Champions-League-Sieger mit Montpellier in Barcelona. Wow. Ist das cool, was er da hinten macht. Steht jetzt bei 10 Paraden. Hat eine über 40% Quote der Keeper der Füchse. Auf der anderen Seite aber auch starke 33% bei Corrales. Nikita Vajdopau. Der Mann aus Belarus mit dem Treffer. So, es sind noch 6,5 Minuten knapp bis zur Pause. Knapper Rückstand für die Füchse. Äderer. Starker Block. Oh, Ball ist aber noch heiß, Ball ist noch im Spiel. Kitzel feuert den in die Luft. Oh, und dann landet er bei Westbrem. 15:12. Wollte vielleicht ein bisschen zu viel. Matthias Kitzel. So, und jetzt ist Max Benecke im Spiel. Hier nochmal erstmal der starke Block. Milosavljev. Na, da sind sie dann alle einen Ticken zu spät. Und Westbrem parat. Hammer Benecke. Ah, schön schnell geworfen. Da kann der Block nicht reagieren. Kommt rein und ist sofort auf Betriebstemperatur.
Aber die Antwort gibt es durch Bakema Elison. Schrittfehler. Savijev. Klasse gemacht von Wiede. Stellt sich da nur so ganz leicht seitlich in den Weg. Verkürzt dadurch ein bisschen den Winkel. Macht ihn ein bisschen schlechter für Elison. Und Milo Savijev reagiert perfekt. Der passt auf die rechte Seite, vielleicht ein Ticken besser gewesen. Aber es fügte sich natürlich perfekt. Also Rotov. Wow. Das ist mal so ein ganz klassischer Rückraum-Shooter. Wie aus dem Lehrbuch. Bei 10, 9,5 Metern hochspringen, das Ding reinfackeln. 17-13 Führung für Westbrem. Gehört ja fast schon, wenn man es mal hart formuliert, so ein bisschen zur aussterbenden Art. Wenn man die Spielertypen mittlerweile sieht, die sind alle einen Ticken kleiner, gehen alle mehr in diese 1-gegen-1-Situationen. So diese klassischen Shooter, die so eindimensional bei 19 Metern werfen können, die gibt es ja heutzutage fast gar nicht mehr. Ich will das gar nicht sagen, dass Sergei Kozorotov das jetzt eben genau ist. Aber von der Bewegung her, vor allem, was wir gerade gesehen haben, war es eben genau das. So, und die Füchse müssen aufpassen. 5 Tore Rückstand. Und die Frage ist, wer wird der Gegner vom THW Kiel am morgigen Sonntag im Finale des SO Tech Cups 2024. Die haben ja vorher mit einem Tor gegen Nantes gewonnen. Die Kieler. Seit zweite jetzt von Jaron Sievert. Er sieht auch, dass eben die 5 Tore Rückstand da oben stehen. Und das trotz einer guten Quote von Milo Savijev im Kasten. Und wir hören natürlich mit rein. 5+ mit Harkun. Okay. 5+ mit Harkun. Lasse kommt. Du musst ihn schön reindrücken, okay? Lasse. Hier dann überlaufen. Okay, entweder hast du den Wurf oder wir kreuzen nochmal für Max Benecke. Und du läufst hier Vollgas, okay? Harkun, du läufst dann hier in die Sperre rein, okay? Ja, und ja, genau. Fabi bleibt hier ganz breit, okay? Wenn das nicht geht, spiel mir bitte einfach 6B links. 6B links, Kreisläufer zentral, entweder mit Flensburg oder Kreisläufer zieht hier hinweg und dann überlaufen wir, okay? Ja, auf! Und los! Passe! Boah, sehr ruhige, abgeklärte Ansage, so wie wir es von Jaron Sievert kennen. Hat denen ein paar Möglichkeiten mitgegeben und ist euch was aufgefallen in dieser Auszeit. Es gibt genau einen Spieler, den er wirklich immer mit Vornamen und Nachnamen anspricht. Max Benecke. Alle anderen haben irgendwie einen Spitznamen. Nur Max Benecke wird immer mit kompletten Namen angesprochen. Vielleicht damit es keine Verwechslung Max Dari gibt. Der ist aber ja heute gar nicht mit dabei. Da haben wir ihn. Benecke. Im rechten Rückraum bei den Berlinern. Genau, bei Avteum soll es gehen. Kuhn, Avteum. Boah, jetzt sind die beiden Berliner, glaube ich, selbst gegeneinander geflogen. Ich weiß aber nicht, ob es da nicht einen Schubser von hinten gab. Sieht ganz so aus, zumindest beschwert sich da Marcinic. Schauen wir mal. Sinic hier. Jetzt ist die Frage, was passiert hier? Oh.
Also zumindest kann er nicht aus dem Weg gehen, aber dass er jetzt einen Schubser mitbekommen hätte, um in seinen Mitspieler reinzufliegen, habe ich jetzt ehrlich gesagt in der Situation nicht wirklich gesehen. Er ist zumindest nicht an seinem Gegenspieler vorbeigekommen, aber das ist ja legitim. Drei Minuten noch bis zur Pause. Berliner tun sich gerade ein bisschen schwer, die Abwehr von West Brem auseinanderzunehmen. Und Zeit spielt rot. Arm geht hoch. Kurz die Nachfrage von Fabi Wiede. Wie viele Pässe haben sie noch? Stellt sich das eigentlich an. Zwei, die sie noch zur Verfügung haben. Das ist der Andersson. Ah, der war auch zu weit nach vorne. Den hätte Mihajlo Marsenic dann nicht gekriegt. Ich glaube, da war niemand. Da außen. Ja, es ist ein Vorbereitungsturnier, das darf man nicht vergessen. Sprich, da könnte, hier, da sehen wir es. Ja, da läuft er komplett. Bjarkimaa Elisson läuft schon ein, um den Ball da am 7-Meter-Punkt anzunehmen. Und dann waren da außen nur noch die Wischer gesessen. Ah, ein bisschen Pech jetzt auch bei dem Wurf. Anderthalb Minuten noch, letzten 90 Sekunden der ersten Hälfte. Nach wie vor 5 Tore Führung West Brem. Es ist gerade so ein bisschen der Wurm drin auf beiden Seiten. Viele Ballverluste, ein paar Missverständnisse. Aber ist ja klar, die Abläufe nach einer Sommerpause. Der ein oder andere war bei der Nationalmannschaft, bei Olympia mit dabei. Die können noch nicht hundertprozentig sitzen. Die kommen jetzt dann erst wieder. Aber genau solche Spiele werden dafür genutzt. So, Auszeit jetzt genommen von West Brem. Auszeit genommen von Javier Pascual. Wir hören rein. Green goal, here. Okay. Attention, because this guy normally goes with this guy inside. Remember the line player, run here behind this number two. Y tú vienes al centro para tirar. Probably this guy will go with him. Attention to come to the middle to shoot. Okay. If they are playing 6-0, we play 8. For Sergei in left back. Calm. For sure they will have another option. Then if we score there, put pressure to the left back. Baja a defender al exterior. Vale. And here, Eli, go out to try to fuck them the ball. Okay? Ja, wenn du natürlich so einen international zusammengewürfelten Haufen hast, dann musst du natürlich Englisch kommunizieren. Aber man hat trotzdem natürlich das spanische Feuer in ihm da gespürt. Und da klare Ansagen gemacht, hat auch gewarnt, welche Optionen oder dass sie bestimmt andere Optionen haben, die Füchse, um Situationen jetzt zu lösen, auch in diesen letzten Sekunden. Und dementsprechend sollen sie da schnell reagieren. Vorgezogen jetzt mit Mathis Langhoff, der sich also da weit vor der Abwehrreihe bewegt. Hier Eldara versucht unter Druck zu setzen. Und Milosaviev, nächste Parade, letzte Minute. Oh, stark. Ja, so schnell kann es gehen. So, zuvor gab es einen 3-0-Lauf von West Brem. Jetzt die Füchse wieder, aber Bjarkimaa Elisson bleibt bei 5 Toren. Das wirkt trotzdem wie aus einem Guss da. Auch hier dieses blinde Verständnis, den Ball da im Fallen von Fabregas weitergeleitet. Sehr gute Frühform. Und die Chance sogar jetzt auf 6 Tore Vorsprung zu stellen und sie nutzen sie.
Westbrem führt mit 20 zu 14 nach den ersten 30 Minuten. Guter Auftakt der Füchse, aber jetzt vorne ein bisschen der Wurm drin, die Lösungen nicht parat und hinten müssen sie mehr zupacken. Kurze Pause, sie können was gewinnen zu Hause und dann sind wir zurück in der OWL Arena. Müssen da versuchen, noch mehr die Abwehr zu bespielen, die auseinanderzureißen, Ball gut laufen zu lassen. Er ist auf jeden Fall voll da. Matthias Gitzer hier mit der Nummer 19, der Olympiasieger, der MVP des Turniers. Also der wertvollste Spieler des Turniers in Paris. Mit seinen 4 Toren auch bisher der erfolgreichste Werfer auf Seiten der Füchse. Und auch er fängt wieder an im rechten Rückraum. Dazu haben wir Nils Lichtlein auf der Mitte und Lasse Andersson. Links außen haben wir Jerry Teubring am Kreis, Masenic. Und rechts außen jetzt Tobi Reichmann, der Neuzugang bei den Füchsen. Der erfahrene Spieler da auf rechts außen, der sich so wunderbar eingefügt hat in die Mannschaft, was wir schon gehört haben. Da musste man ja reagieren nach dem Ende von Hans Lindberg, dem legendären auf rechts außen durch die schwere Verletzung von Walter Krinz mit dem zweiten Kreuzbandriss. Jetzt also Tobi Reichmann, der für Erfahrung sorgen soll. Arm geht hoch, der Schiedsrichter. Schnelles, passives Spiel angezeigt. Gitzel. Dann ist es Matthias Gitzel. Zieht den 7 Meter. Oh, er geht aber auch immer dahin, wo es weh tut. Jerry Teubring. Oh. War es die Schulter? War es der Kopf? Ich meine, es war die Schulter von Micke Jensen. Oh ne, sie geben direkt die rote Karte, sagen doch Gesicht. Ich dachte, es war nur die Schulter. Rote Karte, Gesichtstreffer beim 7 Meter. Haben wir vorhin auch im ersten Halbfinale zwischen Kiel und Westbrem gesehen. Sehen wir es nochmal in der Wiederholung. Ja, okay, Entschuldigung. Ja, ich schraube nochmal die Brille nach. Das war aber sowas von auf die 12. Also glasklar. Und dementsprechend absolut gerechtfertigt. Der war voll auf die Platte. Da gibt es keine zwei Meinungen. Ja, damit ist der Tag für Jerry Teubring erstmal gelaufen. Und in Unterzahl kassieren die Füchse Berlin das 21 zu 14. Gerne dieses Abbrechen dann gegen die Wurfhand, aber er ist nicht ausrechenbar. Kann genauso gut auch zur Wurfhand gehen. Da wollten sie den Ball raus spekulieren. Die Ungarn gern gesehen, dass man da auch von außen sich so reinschleicht und den Pass da versucht abzufangen. Ah, da landet der Ball noch bei Mihailo Masenic. 2018 bei den Füchsen zum 15 zu 21. Sehr frei gespielt haben sie da. Lukas Sandell. Und dann ist es doch ein sehr einfacher Treffer. Ja,
der kommt auch genau an. Also da war eigentlich Lasse Andersen meiner Meinung nach komplett im Weg gestanden, aber irgendwie geht der Ball dann doch zu Sandell durch. Oh, Fuß rausgefahren. Gibt die nächsten 2 Minuten. In diesem Fall für Mikita Malupau. Sehen wir es da ihn nochmal. Andersson. Ja, macht so ein bisschen den Handball-Torwart, obwohl er ein Feldspieler ist. Und deshalb gibt es da die 2 Minuten. Geht wieder hoch. Also Schiedsrichter Fackel nicht lange mit dem passiven Spiel. Egal, Tobi Reichmann mit dem Treffer. Ist ja auch so eine irre Geschichte, war ja zwischendurch vereinslos, dann ist er eingesprungen nach der Verletzung von Grötzky bei den Rhein-Neckar-Löwen, hat da sofort wieder brilliert, war ja zuvor noch in Emstetten mal. Hat natürlich auch in Melsungen, Kielce, Wetzlar und Kiel gespielt, Europameister 2016. Und bei ihm ist wirklich die schöne Geschichte bei Tobias Reichmann. Der ist ja gebürtiger Berliner, dann ging es allerdings früh nach Cottbus. Und er hat nie für einen Berliner Verein Handball gespielt. Und jetzt so im Herbst seiner Karriere ergibt sich dann doch noch. Und hier geht schnell, Gitzel verpasst das Tor. Jensen war noch nicht wieder da. Sechs Tore Rückstand für die Berliner. Hat natürlich wie viele Mannschaften das los, dass etliche Spieler bei Olympia beschäftigt waren. Dadurch war natürlich das Training alles andere als einfach zu gestalten. Aber klar, davon können ja alle Mannschaften, die hier dabei sind, ein Liedchen singen. Jetzt hat er das leere Tor erwischt. 17 zu 23 aus Sicht der Füchse. Ja, das ist natürlich immer das Risiko, wenn du den Torhüter rausnimmst, aber das gehen sie alle ein. Den kriegt er durch die Füße von Kosorotow. Aber sofort die schnelle Antwort, Tobias Reichmann. Ja, wichtig jetzt aus Sicht der Füchse natürlich hin in der Abwehr mal ein paar Stops zu generieren, den Vorsprung wieder ein bisschen einzudampfen. Und doch geht der Ball in den Kasten. 25 zu 18. Da haben wir das gespannt zusammengesehen mit Lasse Ludwig, dem Youngster, 21 Jahre jung. Das ist ja das heute gespannt, dass die Füchse dieses Jahr in den Start bringen. Mal so machen. 19 zu 25. Auch hier wieder. Irgendwie schauen sie ihm dazu. Das ist gerade natürlich ein bisschen behäbig. Also nochmal, die war natürlich auch im Trainingslager, da wurde natürlich auch intensiv gepumpt. Viel Kraft, viel Ausdauer etc. Dadurch fehlen vielleicht jetzt natürlich so ein bisschen die letzten Körner und alles fokussiert sich ja natürlich dann auf nächste Woche, wenn es dann im Supercup zur Sache geht. 31. August gegen Magdeburg.
Ja, jetzt haben sie mal gut aufgepasst. So, und jetzt das Tempospiel. Lasse Andersson. Muah. Aber Jensen im Kasten. Hat er auch 2019 bis 2023 in der Bundesliga gespielt, aber gegen Gitzel gibt's da nichts zu holen. Und jetzt sind Westbrem die Auszeit mit Javier Pascual, dem Trainer. Wir machen eine kurze Pause, sind gleich zurück hier in der OBL Arena. Aber Gitzel ist schon einfach ein Wahnsinn, wie er hier den Ball rausfängt. Kurze Pause, wir sind gleich wieder da. Wo soll es denn hingehen? Tja, wo soll's hingehen? Nordsee oder Alpen? Nach links oder nach rechts? Im Moment leben oder auch die Zukunft im Blick haben? Und wo geht's dann im Alter hin? Herr Jauch? Ja, wo soll es denn jetzt hingehen? Eine gute Frage, die eine gute Antwort braucht. Egal, was deine Ziele sind, wir finden gemeinsam die Antwort. Die Allianz Lebensversicherung. Da für dein Leben. Fast so schnell erfährst du mit wirkaufendeinauto.de den Preis für dein Auto. Ich zeig's dir. Ralf Schumacher? Du willst wissen, wie viel dein Auto wert ist? Ja klar! Auf wirkaufendeinauto.de erhältst du den besten Verkaufspreis. Schnell und einfach online. Meine Empfehlung, hol dir jetzt deinen Preis auf wirkaufendeinauto.de. So, weiter geht's mit der Partie zwischen Füchse Berlin und West Brem. Ah ja, und Sieben hat jetzt in der Auszeit quasi nur über die Abwehr gesprochen. Hat nochmal klar gemacht, was er sich jetzt von ihnen erwartet. Die Mitte mehr zumachen, besser kommunizieren, den Pass nach außen eher mal riskieren, den zulassen. Und er hat nochmal gesagt, Leute, es sind nur 5 Tore. Da geht noch was. Sandell. Ansatzlos. Da, den siehst du als Keeper natürlich auch super schwer. So, spät. So, Wechsel. Im Kasten. Lasse Ludwig kommt. U21 Weltmeister. 2023 ist er geworden. Auch ihn langfristig gebunden bis 2027. Boah. Den fängt er mit den Beinen. Und dann geht's schnell nach vorne. Lasse Ludwig! Schöner Einstand für den Youngster. Meier bis zuletzt noch Stammtorhüter in Potsdam. Aber jetzt ist er voll hier drin. Beim Champions League-Verein. Füchse Berlin. Oh, ich glaube, Siebert fragt nochmal nach, warum es da vorne keinen Siebmeter gab, weil die Abwehr lag ja auch komplett im Kreis, aber der Wurf kam dann doch relativ frei. Also da hast du schon einen gewissen Ermessensspielraum als Schiedsrichter. Cansado. Das ist die Frage, ne? Also. Er bewegt sich nicht. Nein, also 7 Meter brauchst du in der Situation nicht unbedingt geben. Egal, weiter geht's. Aber hier gibt's einen Stürmerfoul. Begangen durch Fabian Wiede. Und Westbrem führt wieder mit 7. Ball muss kurz mal gereinigt werden. Na, es gibt wieder ein bisschen die Diskussion. Auch hier nochmal die Nachfrage, warum gibt es da Stürmerfoul? Das war auf jeden Fall gut provoziert von West Brem.
Ja, wie wirkt das jetzt? So der ein oder andere Fehler zu viel, auch ja, so ein bisschen die Lässigkeit, die es nicht braucht. Ist ja nochmal gut gegangen. 22 zu 28. Ingo Deska ins kurze Eck. Das gibt jetzt aber den 7 Meter. Aber tolles Anspiel von Nils Lichtlein. Und dann zieht Mihajlo Marsenic den 7 Meter. Gegen Tobias Reichmann. Und Reichmann mit all seiner Erfahrung und Klasse. Oh, das war jetzt aber sehr offen da hinten drinnen. Kovac jetzt mit dabei. Ball geht wieder schnell nach vorne. Wow. Westbrem enteilt weiter. 31 zu 23 die Führung gegen die Füchse. So, Auszeit hier. Morgen dann natürlich der Doppelpass um 11 Uhr. Horst Held ist zu Gast. Gibt ja durchaus Redebedarf nach der ein oder anderen Videoschiedsrichterentscheidung gestern Abend. Aber wir konzentrieren uns hier weiter auf Handball und Handball. Moritz, die Halbabwehr, okay? Mattes Masse hier im Zentrum. Moritz jetzt 2-3 Minuten auch Angriff. Beides, okay? Dann wechseln wir hier raus für Nils, okay? Einmal nochmal Druck, aber du ziehst wirklich komplett weg. Ich gehe voll gegen die Hand, ohne zu Matthias zu spielen. Und Matthias kommt spät rum. Okay? Komm, weiter, ein bisschen mehr Energie. Auf. Nächste, komm. Und los! Auf. Ja, ein bisschen mehr Energie. Das trifft es, glaube ich, gerade ganz gut. Es waren jetzt so ein paar Dinge dabei, die da nicht so besonders gut waren. Diese, ja, zum Beispiel den Ball da irgendwie so wegspielen, dann fängt den Westbrem fast ab. Zu lässig, zu nachlässig, auch an der einen oder anderen Stelle. In der Abwehr nicht wach. Zu große Lücken gelassen. Also da gibt es einige Punkte, wo man nochmal ran muss. Aber dafür ist ja so ein Vorbereitungsspiel natürlich auch da, so ein Vorbereitungsturnier, dass man sich da dann zusammenrauft, reingroovt, mal guckt, wo hapert es noch ein bisschen. Und jetzt sind es hier noch 16,5 Minuten. Oh, schön durchgesetzt. Mir ist nicht ein. Wird immer zurückgepfiffen. Alle müssen natürlich trotzdem hinter der Linie bleiben, auch wenn es ja jetzt diesen Anwurfkreis mittlerweile in der Mitte gibt, müssen trotzdem alle anderen hinter der Mittellinie bleiben. Der geht den ganz weiten Weg zur Wurfhand mit der Täuschung davor. Sandell, klasse gemacht. Jetzt sehen wir es nochmal. Explodiert dann förmlich zur Wurfhand hin. Wird da mal kurz in Einzelhaft genommen. Stopp.
Ja, und dann probiert das einfach nochmal und zieht die 2 Minuten. Na, den kannst du noch so anpacken, der hört nicht auf. Hat er hier bewiesen. Erst gibt es da hier dieses Klammern dagegen ihn und zack, nächster Angriff wieder drauf. So, 7 Tore Rückstand nach wie vor für die Füchse. Ball hinweg jetzt mit dabei bei den Ungarn hier mit der 34, 20-jähriger junger Spieler auf rechts außen. Ist jetzt seit dieser Saison mit einem Profivertrag ausgestattet und trainiert voll mit der Mannschaft. So, passives Spiel war jetzt auch hier gerade angezeigt schon. Ludwig ist hinten im Kasten parat. Wieder. Oh, wieder auf die Schulter. Ah, aber da zeigt Jensen an. Nee, war erst auf Schulter, dann ins Gesicht. Schön faire Geste hier, dass es da anzeigt, dass er sich da den Ball selber ins Gesicht gefeuert hat. Das sehen wir vielleicht hier auch nochmal. Ah, genau. Also erst die Schulter und dann streift der Ball den Kopf, nachdem er nach oben wegfliegt. So, morgen das Finale, 15.25 Uhr. Live hier auf Sport 1. Der THW Kiel steht bereits fest als Finalist. Aber wir haben natürlich auch das Spiel um Platz 3 im Livestream ab 12.25 Uhr auf sport1.de. Schöner Heber von Mihailo Marcinic. Na, aber 32 Tore bis hierhin schon kassiert. Werden ein bisschen offensiver, die Füchse. Video versucht frühzeitig den Kontakt anzunehmen. Remeli. Oh, und lässt man mir auch in Unterzahl. Arm ist oben. 4 Pässe. Wow. Und dann finden sie da den freien Wurf am Kreis mit Ludovic Fabregas. Freiwurf.
Ah, sie stehen auch gut gestaffelt da in der Abwehr. Wenn einer überlaufen wird, gibt es von hinten die Hilfe. Das ist schon recht gut abgestimmt bei West Brem. Dann geht hoch. Gitze. Kommt nicht drüber über den Block. Dann bleibt nur die Option, noch höher zu werfen. Und dann irgendwann ist natürlich das Tor zu Ende. Es kann ja nicht alles bei ihm klappen. Auch wenn man bei ihm eben meistens das Gefühl hat, dass es eben genau so ist. Emily. Passives Spiel wieder angezeigt. Boah. Hier Elderer. 8 Tore vor West Brem. Wassermann ist wieder an den Kreis gegangen, der Youngster. Gützel. Akrobatisch. Letzten 10 Minuten laufen. Ja, die Abwehr bleibt jetzt gerade so ein bisschen das Problem bei den Füchsen. Sie schaffen es da kaum, irgendwie mal wieder Bälle abzufangen. Das hat in Durchgang 1 besser geklappt. West Brem kommt auch immer mehr in Fahrt. Lassen weiter den Ball gut laufen, sind da ganz, ganz schwer zu stoppen. Und so kommen dann auch eben so viele freie Würfe zustande, die dann auch ganz schwer zu halten sind, natürlich durch die Torhüter. Jakima Elisson. Neun Tore Rückstand. Ah, West Brem ist natürlich auch absolutes Gardemaß, was europäischen Spitzenhandball angeht. Das darf man halt einfach auch nicht vergessen. Man bekommt ja dann die Chance auf Revanche in der Champions League direkt zum Auftakt gegen West Brem erneut. Ah, jetzt sind es noch 8,5 Minuten, also klar, da kann noch einiges passieren, aber 9 Tore ist halt schon eine heftige Hypothek. Max Benecke ist mit dabei. Scheitert am Block. Ist wieder oben, der Schiedsrichter. Oh, schön noch weitergeleitet. Tobi Reichmann. 28:36. Ja, wenn sie so spielen, wenn sie den Ball gut laufen lassen, Kontakt suchen und geduldig bleiben, dann sieht das alles schon super aus. Nur in der Abwehr haben sie halt einfach auch schon zu viele Tore kassiert, die Berliner. Ah, oh, schön. Ball abgefangen.
Genau so musst du es machen. Mathis Langhoff, ebenfalls U21 Weltmeister. Ja, und es ist natürlich auch schon kadertechnisch ein gravierender Unterschied. Auf der einen Seite hast du quasi nur international gestandene Spieler, die ja sowohl in den Nationalmannschaften als auch natürlich im Vereinswettbewerb immer auf höchstem Niveau gespielt haben. Auf der anderen Seite hast du junge, hungrige Spieler bei den Füchsen, die mit Sicherheit noch etliche Weltklasse-Jahre vor sich haben. Und das ist dann heute einfach der Unterschied in dieser Partie. Dass du auf der einen Seite halt Weltmeister, Europameister, alles Mögliche versammelt hast. Bis hin zu Olympiasiegern. Auf der anderen Seite, ja, da gibt es halt noch die jungen Spieler, die die großen Erfolge erst noch feiern wollen und feiern werden. Dahin haben wir auch Stefan Kretschmer kurz gesehen, der da schon einen etwas skeptischen Gesichtsausdruck hat, aber auch er weiß natürlich, oh, Fuß im Kreis, Ballbesitz Füchse. Also auch er weiß natürlich, das ist natürlich auch ein Vorbereitungsturnier. Wichtig ist, dass die Abläufe dann spätestens nächste Woche oder dann zum Bundesliga-Auftakt eine Woche später sitzen. Minuten noch. Oh, der kam aber ganz genau an. Super Pass von Lasse Ludwig auf Tim Freihöfer. So, und ich sag's gerne auch bei ihm nochmal dazu, auch er U21 Weltmeister, Tim Freihöfer. Und auf der anderen Seite Nedim Remili. Europameister, Olympiasieger. Schön rausgespielt. Da haben sie es auf der rechten Seite mal kurz schwindlig gespielt, die Füchse. Aber es gibt einfach so schnell die Antwort. Also ich verstehe, dass sich Fabian Wiede da aufregt. Ich glaube, da war er auch schon komplett am Boden. Sergej Kosorotow. Von mir aus jetzt einen Freiwurf geben können. Aber ja, sei es drum. Es sind zwar 4 Minuten, es sind 8 Tore Rückstand für die Füchse, die wir dann ziemlich sicher morgen im Spiel um Platz 3 sehen, live auf sport1.de, im Stream natürlich. Der Gegner heißt dann Nantes und Westbrem wird auf den THW Kiel treffen. Das Ganze um 15.25 Uhr, morgen live auf sport1 im Free TV. Tim Freihöfer. Na, er auch einer, der alles auf eine Karte gesetzt hat, mit 15 Jahren aus der Tübinger Gegend nach Berlin gezogen, um Profi zu werden. Und das ist das, was die Füchse, was das ganze Projekt auch mit Potsdam in Kooperation die letzten Jahre mit Bob Hanning, mit Stefan Kretschmer hervorgebracht hat. Viele junge Spieler, von denen wir in den nächsten Jahren sicher noch einiges sehen werden. Da war das heute schon mal ein ganz harter Test, eine ganz große Belastungsprobe gegen Westbrem hier zum Auftakt. Noch ein ganz interessanter Spieler hier mit der 40 auch bei Westbrem. Benjamin Edwards, ja, US-Amerikaner. Sicher auch ein Projekt mit Hinblick auf LA 2028, der in der Akademie in Westbrem zu finden ist.
Teil der U20-Akademie. Aber hier, da haben wir ihn, auch schon mit dabei ist. In den USA, das muss man ja fairerweise sagen, ist Handball vielleicht noch nicht ganz oben angekommen. Aber natürlich will man auch da bis 2028 eine gute, schlagkräftige Truppe zusammenstellen. Die Olympischen Spiele in Los Angeles. 40 zu 32. Es bleibt weiter immer zwischen 6 oder 8 Tore Vorsprung in diesem zweiten Durchgang für Vesper. Ja, man darf auch nicht vergessen, Max Dari fehlt heute bei den Füchsen. Neuzugang. Lukas Herburger ist nicht mit dabei. Paul Drucks drückt mir die Daumen, dass das so schnell wie möglich auch was wird, dass er zurückkehren kann aufs Parkett. Dann sieht das Ganze auch, was die Wechselmöglichkeiten angeht, natürlich auch wieder ein bisschen besser aus. Denn auch Stefan Kretschmer weiß, das hat er im Interview im Vorfeld gesagt, wir haben einen sehr schmalen Kader. Wir haben natürlich auch nicht die finanziellen Möglichkeiten wie manch anderer Top-Club. Wir müssen mit dem haushalten, was wir haben. Jetzt sind es 9 Tore Vorsprung. Letzte Minute läuft. Also damit haben wir unsere Partien für morgen. Nantes gegen die Füchse und Kiel gegen West Bremen. Ja, und ich weiß, natürlich hatten wir uns alle irgendwie gewünscht, dass das Finale Kiel gegen die Füchse ist. Aber so hat natürlich auch die Mannschaft der Berliner nochmal die Möglichkeit, gegen eine Mannschaft zu testen, die man vielleicht nicht ganz so oft sieht. Eben Nantes. Und West Bremen gegen Kiel, das klingt doch auch nach einem sehr spannenden, nach einem großen Leckerbissen in Sachen Handball, was wir morgen dann im Angebot haben, um 15.25 Uhr. So, die letzten Sekunden laufen runter. West Bremen macht den Einzug ins Finale perfekt. Nedim Remeli sagt auch, Kräfte schonen. Brauchen jetzt nichts mehr riskieren. Lass den beide einfach noch mal entspannt laufen. Nö, nehmen gar keinen letzten Abschluss mehr. Das war's. Endstand 41 zu 32. Die Füchse.